Willkommen zurück beim neuen Video. Meine heutige Fotomission ist eigentlich eine ganz einfache. Ich möchte das Ufer des Ammersees ein paar hundert Meter entlang laufen, um nach Treibholz zu suchen, um da ein richtig geiles Bild jetzt hier bei Sonnenuntergang hinzukriegen. Ich kenne hier schon jeden Baumstamm und jeden Stein am Ufer. Da ist er. Der größte Baumstamm, den ich je im Wasser habe liegen sehen, steht hier. Jetzt gehen wir mal an den Spot ran und schauen uns den an, wie wir den richtig gut in Szene setzen. In dem Video geht es darum, mal ein und dasselbe Motiv in drei Perspektiven einzufangen, um dann einfach auch am Ende zu entscheiden, welche Perspektive ist besser oder schlechter. Viel falsch machen kann man nicht. Ich habe heute keine wunderschönen Wolken am Himmel, zumindest nicht über meinem Motiv. Deswegen kann ich mich hier ruhig ein bisschen ausprobieren und einfach, ja, schauen, wenn es mal wirklich ernst wird, wenn ich geilen Wolkenhimmel habe, wo ich meine Kamera am besten platziere. Und ich zeige euch gleich mal die allererste Perspektive, die ich mir hier aussuche. Ja, und da bietet sich halt echt einfach an, straight, sage ich mal, in diese Richtung hier zu fotografieren. Da würde ich jetzt die Kamera mit dem Stativ genau über dem Stamm platzieren, um diese ganze Linienführung mal einfach mitzunehmen. Und gleich geht auch die Sonne unter. Ich muss mich beeilen. Okay, die erste Nummer wird jetzt hier sein, auf einer 16er Blende, damit die Sonne auch richtig schön als kleiner Punkt hier erscheint. 16er Blende, was wähle ich da, Belichtungszeit, irgendwas, 15 Sekunden, mit einem ND1000 auf 14 mm. Ich stelle noch schnell die 2 Sekunden Auslöseverzögerung ein. Fokussiert habe ich vorne auf die Spitze des Baumes. Ich mache mal lieber 20 Sekunden. Es geht relativ schnell hier, dass die Sonne jetzt untergeht, dass mein Licht weg ist. Da kann ich dann vielleicht auch beim nächsten Bild entweder länger belichten oder ja, eine kleinere Blendenzahl verwenden oder einen schwächeren ND-Filter. Aber jetzt mal schauen, wie das Bild hier wirkt. Straight einmal nach vorne. Und dann würde ich die Perspektive wählen. Einmal dann von links. Boom! Schon mal geil. Vordergrund ist leicht dunkel, so mache ich es immer, dass der Himmel einfach nicht ausbrennt. Und jetzt platziere ich die Kamera da drüben. Ich habe auch vorhin nicht den kompletten Baumstamm fotografiert, weil ich vermeiden wollte, dass sich das Schilf oder hier dieses Gras sich zu sehr bewegt bei dieser Langzeitbelichtung. So, was machen wir hier? Fahre das Stativ mal aus. Ich baue es auch schön hoch auf, weil wenn ich zu niedrig bin, hebt sich der Baumstamm nicht mehr schön von der Wasseroberfläche ab. Okay, ich fokussiere jetzt wieder erneut vorne auf die Baumspitze. Ist immer noch knackscharf, passt. Und jetzt gebe ich ihm sogar 30 Sekunden, weil die Sonne verdammt schnell untergeht. Ich achte jetzt bei der Bildkomposition darauf, dass der Baum von der Ecke aus in die Mitte zuläuft. Das ergibt einfach für mich nur so Sinn. Ich weiß jetzt auch, dass der Baum von der anderen Seite angeleuchtet wird. Also da wird jetzt der Baumstamm aus der Perspektive erfahrungsgemäß sehr, sehr dunkel sein. Aber ich fotografiere halt voll in die Sonne rein. Das könnte ganz gut werden. Und umso tiefer die Sonne steht, umso weniger weiß wird es auf dem Wasser. Ich habe jetzt nur noch so eine schmale Linie, die hier auf mich zugeht. Wie so ein Laser, ein Sonnenlaserstrahl. Alles noch mit dem ND1000, 30 Sekunden. Boom! So, und auch hier mache ich es jetzt so. Das ist trotzdem noch cool. Ich gehe jetzt ein bisschen weiter vor, weil das Ufer ziemlich hässlich hier an der Stelle ist. Ich kriege die Sonne da immer noch mit drauf. Lass den Baum hier aus der Ecke zulaufen. Ist einigermaßen mittig. Schärfe wird noch passen, weil ich auf derselben Schärfenebene bin. Mache auch das Bild mit einer 16er Blende. Und geben jetzt doch mal 30 Sekunden.
Eigentlich nicht schlecht, weil die Sonne ist jetzt im rechten Drittel. Also die Zweidrittelregel passt hier in dem Fall, was die Sonne und das Motiv angeht. Und dann habe ich schon mal drei gute Perspektiven. Und hier fällt dieses schöne weiche Licht jetzt wirklich auf den Baumstamm eigentlich so, wie ich es will. Ich glaube wirklich mittig könnte es wirklich gut aussehen. Und aus der Perspektive auch. Das ist gar nicht so verkehrt. Und ihr seht, ein gutes Bild braucht auch echt Zeit, oder ich nehme sie mir zumindest, um hier was Gutes draus zu zaubern, weil ich einfach Bock drauf habe. Ich renne jetzt hier nicht am Ufer rum und suche wie der wilde Harry hier nach irgendeinem Motiv. Ich bleibe einfach hier und mache jetzt hier aus der Situation einfach das Beste. Ich würde mich ja total freuen, wenn diese Wolken, die da hinten sind, noch dann leicht rot angeleuchtet werden von der Sonne. Das wäre so, wow, wäre richtig cool. Jetzt schauen wir mal, wie das Bild aussieht. Man müsste das Bild auch tatsächlich vielleicht oben leicht beschneiden, oder man könnte es, weil oben im Himmel einfach nichts mehr ist. Aber es ist geil. Welche Perspektive ist besser? Eigentlich die über dem Baumstamm war auch gar nicht so verkehrt. Du. Jetzt versuche ich nochmal die hier. Und neige jetzt auch die Kamera mal runter, dass ich so ungefähr ein Drittel Himmel habe, ungefähr. Und freue mich jetzt einfach nur noch auf das Bild. Geil. Oh, habe ich da Bock drauf. Mei, endlich mal wieder ein schönes Motiv vor der Linse an meinem Ammersee. Ich habe tatsächlich das Glück, dass ich heute auch sehr, sehr wenig Wind hier habe, dass ich die Grashalme nicht allzu sehr hier im Wind bewegen und wackeln und scharfes Bild im Vordergrund machen. Geil. Echt nice. Ich glaube, ich bleibe jetzt auf der mittleren Perspektive und warte diese 3-4 Minuten noch ab, bis die Sonne fast eintaucht, und mache das Bild dann nochmal. In der Zwischenzeit wechsle ich mal den ND-Filter und setze den 64er ein, dass ich nur noch so um die 5-6 Sekunden belichten muss. Weil es geht jetzt ganz schnell, dass es dunkler wird, und dann ist man mit dem ND1000 komplett falsch, an der falschen Stelle. Dann müsste ich mit dem Fernauslöser arbeiten. Aber dadurch, dass sich die Wolken nicht sehr, sehr bewegen, bringt mir jetzt auch eine 5 Minuten Belichtungszeit oder länger auch fast nichts, weil ich habe keine Bewegung im Himmel. Jetzt habe ich hier den 64-fachen, 1.8er. Setze ich schnell ein. Schau auch dabei, dass das Objektiv komplett bedeckt, dass da nicht irgendwo noch Licht irgendwie reinfallen kann. Schauen wir jetzt die Belichtungszeit an. Auf einer F16 muss ich gleich runterregeln. Ja, wie vermutet, bin ich jetzt so bei 4-5 Sekunden. Super. Schaut euch auch gerne mal das Video an, wie ich richtig belichte. Ich habe das oben im Video verlinkt. Ich richte mich da immer nach dem Histogramm oder nach der Belichtungswaage. Und da kommt man eigentlich immer auf gute Ergebnisse, weil das Live-View ist einfach nicht so zuverlässig, muss ich echt sagen, in der Kamera. Das Histogramm zeigt mir eine leichte Unterbelichtung an. Ich gehe jetzt mal 4 Sekunden. Ich zeige es euch mal. Schaut her, das Histogramm zeigt mir an, die dunklen Tonwerte sehen noch super aus. Hier wird es auch noch gehen. Das wäre jetzt schon grenzwertig. Ich probiere es jetzt mal auf 2,5 Sekunden. Boom. Woo. Und das möchte ich ja auch mitgeben. Wenn ihr an einem Fotospot seid und die Zeit habt, schaut euch die Perspektiven genau an, probiert euch aus, bleibt da und nehmt lieber ein saugutes Foto mit nach Hause, anstatt 5 Schrottbilder. Das Rot kommt langsam, aber das richtige Rot kommt eigentlich erst, wenn ich die Sonne nicht mehr sehe. Das muss ich hier noch unbedingt abwarten. Aber hier, was ich total schön finde, ist jetzt tatsächlich dieses weiche Licht, was jetzt hier
auf den Stamm fällt. Das ist echt gut. So, jetzt habe ich mal eine Perspektive, die hat wohl so noch keiner, obwohl der Baum hier schon auch tausendmal fotografiert worden ist. Machen wir mal eine 10 Sekunden Belichtungszeit von ganz weit oben. Und das hat jetzt einfach die Auswirkung auf mein Bild, dass der Baumstamm und auch die Spitze komplett im Wasser ist. Also so hebt er sich noch viel mehr von der Wasseroberfläche ab und es ist ein richtig geiles Bild. Auf das habe ich eigentlich gewartet und bin jetzt erst am Ende darauf gekommen, die Kamera so hoch zu heben. Es ist echt ein gutes Bild, wirklich. Das freut mich jetzt komplett. Nice. Nice. Dazu noch ein paar Wölkchen. Das ist echt schön, weil es macht echt keinen Sinn, das Stativ sehr niedrig aufzustellen und Richtung Himmel, also nach oben zu fotografieren, weil da oben ist alles blau, da ist keine Information im Himmel. Die Information ist hier am Boden und ist dieser lange Baumstamm. Deswegen nur einen kleinen Streifen, Drittel Himmel. Das bleibt ja alles so stehen, wenn ich jetzt hier runterhüpfe. Vielen Dank, Freunde, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Das nächste Video dreht sich um Polfilter, also vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu drücken, dann kriegt ihr die Info, wann das Video online ist. Bye bye, euer Sigi und Dankeschön nochmal fürs Zuschauen.